Berlin. Tag und Nacht Rückkehr von Miller. Die würden mich hassen. Berlin. Tag und Nacht Urgestein Miller kommt noch am Freitag zurück. In ihrer ersten Folge nach dem Comeback erwartet sie jedoch einen Schock. Vor einigen Wochen verließ Miller Berlin, um sich zu erden und ihre Gedanken zu sammeln. Zu viel waren die Geschehnisse der vergangenen Monate. Wie lange sie fortbleiben würde, war ihr selbst nicht ganz klar, lediglich, dass sie eines Tages mit Sicherheit wiederkommen würde. Jetzt hat RTL 2 auch enthüllt, wann, am Freitag kehrt Miller zurück ins Loft. Berlin, Tag und Nacht, so wird Millers erste Folge. La ist zwar happy, wieder da zu sein, allerdings keine Lust mehr auf die Zankereien im Loft hat und ihre Freunde anhält, sich endlich wieder zu vertragen, um sie zu ermutigen. Macht sie die Dachterrasse flott und lädt ihre Mitbewohner ein, mit ihr gemeinsam darauf zu feiern. Diese Einladung folgen auch alle und haben eine tolle Zeit, die schließlich im Matrix endet, klingt, als kehre endlich Frieden an im Loft. Doch dann passiert etwas Verstörendes, zumindest für Miller. Es rumpelt bei den Mülltonnen und als sie nachsehen will, findet sie einen Sternenanhänger, der sie völlig aus der Bahn wirft. Punkt, dass etwas nicht stimmt, merken auch ihre Freunde. Denen sie aber partout nicht sagen will, was es mit dem Anhänger auf sich hat. Wenn ich ihnen jetzt alles erzähle, dann, die würden mir das nie verzeihen. Die würden mich hassen. Und ich brauche meine Freunde, gerade jetzt, erklärt sie später Richtung Kamera, als sie allein ist. Bis wir erfahren, was es damit auf sich hat, müssen wir wohl erstmal die weiteren Berlin-Tag- und Nacht-Entwicklungen abwarten.